Was geht ab, Marvel-Fans? Herzlich willkommen zu einem Mini-Review zum Update 2.7 von Marvel's Avengers. Was wir von den Neuigkeiten halten und ob sich die Heldenkarte von Bucky lohnt, erfahrt ihr in diesem Video. Wir beginnen mit der neuen Omega-Mission, Cloning Labs. Cloning Labs ist eine Endgame-Mission, die erst mit Kraftstufe 175 verfügbar ist. Es ist durch diese Mission möglich, eure Kraftstufe durch neue Ausrüstung auf 185 zu erhöhen. Die Mission ist an sich nicht schwer. Zudem dauert sie auch nicht sehr lange. Dadurch sollte es ein Kinderspiel sein, eure Helden auf 185 zu bringen. Dennoch ist die Umgebung mal wieder sehr vertraut, bis auf einzelne Stellen. Da hatte ich mit mehr gerechnet. Auch die Qualität der Zwischensequenz am Ende ist nicht vergleichbar mit Zwischensequenzen aus den Operationen. Am Ende der Mission gibt es einen kleinen Spoiler zur Zukunft von Marvel's Avengers, dazu später mehr. Nun zu Bucky Barnes. Der nächste Avengers schließt sich uns an und es macht mir persönlich unglaublich Spaß, ihn zu spielen. Der Winter Soldier erhält eine kleine Missionskette, aber Achtung, es handelt sich hier nicht um eine neue Operation. Als Belohnung gibt es einen coolen Skin. Das ist der gute Bucky Barnes. Nicht wundern, ich bin aktuell nicht auf Stufe 1. Das ist noch mein alter Spielstand, mein Stadia-Account, der sowieso verloren ist. Aber dadurch, dass ich hier noch ein paar Credits habe, können wir uns hier ein bisschen austoben. Deshalb zeige ich euch alle Neuigkeiten mit Bucky hier über diesen Account. Da die Credits an sich egal sind, geben wir sie hier mal aus. Und ja, wir schauen uns jetzt alles einmal an. Oh, 4000 können wir uns leisten. Ist ja sowieso alles weg. Demnächst. So, wir haben jetzt hier einen Skin. Den schauen wir uns mal an. So, nicht wundern, es gibt wieder einige Skins, die gleich sind, beziehungsweise einfach nur in einer anderen Farbe. Ja, und einen Takedown. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die anderen hatten immer zwei Takedowns. Aber die Takedowns haben es in sich. Wir werfen gleich da auch noch einen Blick drauf. Ja. Das sind halt so richtige Bucky Barnes Moves. Ja, die Emote zeigen wir mal nicht. Aber wir sehen hier jetzt zum Beispiel wieder einen Recolor. Ja, jetzt stören hier diese ganzen Sachen, die freigeschaltet werden. Warten wir mal ein paar Sekunden und dann sind wir wieder zurück. Ja. Es hat aufgehört. Perfekt. Und hier haben wir dann auch nochmal einen neuen Skin. Den schauen wir uns mal an. Haut mich jetzt aber nicht um. Richtiger Soldier. Jetzt folgen leider nur Recolors. Also hier wieder ein Recolor zum ersten Skin. Hier ein Recolor zum zweiten Skin. Es ist ein Emote. Man denkt kurz, es könnte ein Takedown sein, aber leider nicht. So, wieder ein Recolor und Stufe 40. Einer meiner Favoriten-Skins von Bucky. Ihr bekommt hier echt nur ja, dieselben Skins in anderen Farben. Also, da müsst ihr entscheiden, wie sehr ihr Bucky Barnes mögt. Im Schnelldurchlauf auch noch die Takedowns. Es gibt ganze 5 Stück. Die schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz an und bewerten sie. Zumindest, wie wir sagen, welche wir hier am besten finden. Das ist cool. Sind ein paar coole dabei, tatsächlich. Ja. Der ist der Beste, weil er gibt dem so richtige Abfolge von Punches und dann noch dieser Schuss. Der ist cool. Und die anderen zwei, wo der so ja, eine kleine Bombe an den Rücken platziert, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, wo der dann den Gegner wegschmeißt und der in der Luft dann explodiert. Jetzt hier zum Beispiel, zack, schmeißt er weg und bam. Und ich glaube, da war noch ein Emote. Ja, aber da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich glaube, das sind tatsächlich die beiden, die mir auch am meisten gefallen. Und man darf nicht vergessen, es gibt unzählige Namensschilder zu Bucky. Aber das ist jetzt kein Must-Have, finde ich. Die Namensschilder sind einfach
bisschen zum Angeben, wenn man irgendwie was Cooles hat, wie zum Beispiel animierte Namensschilder, aber hier ist leider keiner der Animierten mit am Start. Das gesamte Update wird von uns bewertet und zwar mit einer 6 von 10 Punkten. Also ich denke mal, da sind wir uns einig, oder? Ja, da sind wir uns einig. Würde ich auch so geben. Was haltet ihr bisher von Patch 2.7? Schreibt es uns in die Kommentare. Nun zu einem kleinen Spoiler. Wenn ihr die neue Mission noch nicht gespielt habt und selber erfahren möchtet, wie sie zu Ende geht, schaltet am besten ab. Die Mission Cloning Lab endet mit einem kleinen Teaser zur Zukunft von Marvel's Avengers. In meinen Augen teasern sie hier Ultron an. Müssen wir uns noch etwas gedulden, bis die Kree-Invasion startet? Steht die nächste Bedrohung bereits vor der Tür? Wir sind gespannt auf neue Infos zu kommenden Updates von Marvel's Avengers. Wenn ihr nichts zum Thema Marvel verpassen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschaußen. Tschaußen.